habe das Bild an meine Mom geschickt. Ich bin offiziell der dümmste Mensch auf der ganzen Welt. Ich schicke ihr ein halbes Minute. Yo, was war mit Leute? Herzlich willkommen zu einem Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Leute. Herzlich willkommen, an ist wieder back. What's poppin'? It's ya boy. Und heute gibt es mal wieder ein Creme de la Creme Video für euch, denn ich dachte mir, komm, hey, Mann, du hast schon sehr lange kein WhatsApp-Prank mehr gemacht. Ich habe mich nämlich jetzt mal wieder für euch hingesetzt und einfach mal versucht, wieder mit einem extremen Friendzone-Lied ein paar Leute anzuschreiben, die Stars und so. Kurz noch nebenbei, falls meine Stimme ein bisschen weggeht oder so, ich bin krank. Sieht man mir vielleicht auch an, deswegen denkt euch einfach nichts. Wenn ihr mehr von diesen Videos wollt, könnt ihr auf jeden Fall jetzt einen Daumen nach oben da lassen. Und falls ihr Leute könnt ihr jetzt noch kostenlos den Kanal abonnieren. Leute, es gibt fast jeden Tag neue Videos. Es kostet nichts. Es dauert eine Sekunde. Gönnt euch doch einfach mal was im Leben. Wie gesagt, ich werde jetzt einfach versuchen, ein paar Leute zu pranken. Hab einfach mal den Song von Marshmello Friends genommen, weil das einfach ein Friendzone-Lied ist und ich denke mal bestimmt ein wenig witzig werden könnte. Gucken wir einfach mal, was passiert. Ich bin gespannt und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mit diesem Video an. Let's go! Film ab. Und ich schreibe als erstes nur so, wir müssen reden, weil sonst kommt es nicht glaubwürdig. Ich schreibe jetzt mal einer Freundin von mir. Wir gucken einfach mal, was passiert. Ja. Was? War mir klar? Wow, hey, wie, es war dir klar? Hey, ich muss sagen, dass du mich jetzt schon ein bisschen verletzt. Ich dachte vielleicht, okay, irgendwann in 78.000 Jahren, also gehen wir vielleicht mal zusammen einen Weg, ey. Okay, nein, Spaß beiseite, ey. Leute, ich will jemanden mit diesem Lied friendzonen und werde aber gefriendzoned. Bestes Leben bei mir, oder? Okay, Fragezeichen? Leute, immer, wenn einfach nur ein Okay kommt oder ein Okay-Fragezeichen oder ein Okay-Ausrufezeichen, ist es eigentlich immer das Signal dafür, Mission abbrechen. Aber ey, wir können das nicht machen, Mann, wir müssen durchziehen, wir werden auch die Lyrics ein bisschen weitermachen. Ich meine, wir fangen hier doch gerade erst an, oder? When you say you love me, that made me crazy. Es gibt da nur ein Problem, ich liebe dich nicht. Warte, was? Ich hab erwartet, dass wir jetzt nach diesem Prank auf einmal hier so zusammen sind und ich jetzt verletze mich, ey. Okay, Spaß beiseite, Leute. Ich hab mich durch diesen WhatsApp-Prank von bei der ersten Person mein ganzes restliches Leben gefriendzoned. Daumen nach oben. Ich werde ihr das Ganze einfach, denke ich, gleich noch sagen, dass es ein WhatsApp-Prank ist. Ey, das ist so unangenehm. Das wird so unangenehm. Wieso tue ich mir jedes Mal aufs Neue diese WhatsApp-Pranks an, ne? Jedes Mal aufs Neue. Wisst ihr was? Okay, Moment mal. Wieso googeln wir nicht einfach mal? Wir googeln jetzt mal ganz kurz und schauen mal, was im Internet so gemacht wird, wenn man WhatsApp-Prank googelt. Ich bin anscheinend, ich friendzone mich halt die ganze Zeit selber. Deswegen mal gucken, vielleicht machen das ja andere Leute besser. Schatz, liebst du mich? Das klappt nicht beim SMS-Schreiben, du. Ich dachte, ich wäre schlecht in WhatsApp-Pranks. Dieser Typ hat was anderes bewiesen. Er versucht also tatsächlich, okay? Er versucht tatsächlich, sich rauszureden und einen auf Störsignal zu machen und schreibt es in einem Text. Bruder, das ist eine Nachricht. Wie soll eine Nachricht unterbrochen werden? Entweder die kommt an oder die kommt nicht an. Aber der gute alte Jimmy dachte sich, ey, Bro, nee. Das klappt immer. Bro, hab einen fetten Riss im Display. Boah, send mal Screenshot. Nicht dein Ernst, oder? Nein. Applaus. Send mal Screenshot. Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, was dümmer ist, okay? Hashtag Display oder ich selbst mit Hashtag Friendzone. Als ob du lesen könntest. Warum zweifeln die Leute trotz einem IQ von 124 immer noch an meiner Intelligenz? Weil du Intelligenz falsch schreibst. Oh mein Gott. Wisst ihr, was ich tausendmal schlimmer finde, als Intelligenz falsch zu schreiben? Zweifeln die Leute. Zweifeln? Die Leuten. Okay, ich glaube, ich habe mich genug davon überzeugt. Ich dachte zuerst, eventuell sind die Leute, die jetzt, wenn ich WhatsApp-Prank google, dann werden alle übertrieben die fetten Sachen machen, so bam, it's a prank, yo, ey. Aber nein, da kommt sowas raus. Da fühle ich mich doch glatt wieder ein Stückchen besser. Wisst ihr was? Okay, wir machen noch zwei Versuche. Wir versuchen noch zwei Sachen. Einmal einen WhatsApp-Prank, wo ich ein bisschen einen auf Bild verschicken, dies, das, mache. Okay, wisst was ich meine? Und einmal werden wir einfach mal den Friendzone-Song an meine Mom schreiben und mal gucken, wie die so reagieren, ne? Komm, wisst ihr was? Ich würde sagen, wir fangen direkt mit meiner Mom an. Wie bitte? Wie meinst du? Ist alles okay bei dir? Smiley und Lach-Smiley. Leute, kennt ihr einfach den Style, wie die Mütter schreiben? Immer diese 8 Millionen Smileys und so, ey. Beste, Mann. So, an dieser Stelle muss ich sagen, ich habe jetzt nebenbei auch noch angefangen, den anderen WhatsApp-Prank zu machen. Das heißt, ich wollte an eine andere Person ein Bild schicken. Einzige Problem ist, ich habe das Bild an meine Mom geschickt. Oh mein Gott, nein.
Oh mein Gott, nein, oh mein Gott, nein, oh mein Gott, nein. Ich bin offiziell der dümmste Mensch auf der ganzen Welt. Warte mal gerade, wer seiner Mom aus Versehen ein Bild geschickt hat. Und nicht irgendein Bild, wie ich jetzt dran sitze und was weiß ich, in meiner Nasenpopel, nein. Ich schicke ihr ein halbes Nude für den nächsten WhatsApp, nein. Ich glaube, das sollte nicht an mich gehen. Smiley, Smiley, Lach, Smiley. Oh mein Gott, das wird so unangenehm. Ich kann nie wieder runtergehen. Dieser WhatsApp-Prank ging komplett schief. Das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte einfach nicht passieren dürfen, Leute. Nein. Bitte schreibt einfach alle in die Kommentare Hashtag Friendzone. Wieso bin ich so ein Trottel? Leute, ich würde sagen, wir beenden das Video einfach hier ganz schnell, okay? Wir vergessen diese Situation. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr unbedingt mehr davon wollt, ja, dann lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Ihr könnt jetzt noch kostenlos abonnieren, falls ihr neu seid, würde ich mich sehr darüber freuen. Hier geht es zum Video von gestern, Daily Upload ist am Start. Checkt es unbedingt ab, es ist mir gut geworden. Ich werde nie wieder nach unten gehen. Ich werde für immer in meinem Zimmer sitzen, mich einsperren und Fortnite zocken.